Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Wir sind hier auf Markus Weingut und wir sollen wohl Markus finden. Dafür rufen wir mal unseren Vogel, Ikaros. Aha, da scheint irgendetwas zu sein. Wird uns ja angezeigt hier. Ach, hier ganz oben ist er. Das siehst du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Oh, das ist aber schön gemacht hier alles. Ich dachte, ich hätte hier einen gelben Punkt gesehen. Aber das war wohl nur so eine Polle, die da rumgeflogen ist. Herr, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jeder einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Phoebe war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Ja, genau. Du weißt nicht, wie man Wein herstellt. Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris, du kennst Doris, ein netter Kerl. Ja, im Prinzip ist das ja, was wir antworten können jetzt, im Prinzip ist das ja beides das Gleiche. Also, hör auf, Doris Geld zu leihen oder du bist so nett zu Doris. Im Prinzip kommt das Gleiche bei raus, oder? Na, du bist so nett zu Doris. Doris? Schon wieder? Warum leihst du ihm immer wieder Geld? Er ist ein treuer Freund. Seine Familie soll nicht hungern. Du bist ein guter Mann, aber du kannst mit Geld nicht umgehen. Was meinst du, wie soll ich die Sache angehen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut,
Stiehl ihm das Geld, wenn es sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Ja gut, wo ist dieser Duris? Wo finde ich Duris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Cassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Ich will meine Drachmen. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Dann erzähl mal, was kann denn das Pferd links? Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Will ich eine Ziege oder ein Pferd? Was ist mit dem Pferd in der Mitte? Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Ach, Mut? Ich will nicht, dass mein Pferd kämpft oder irgendwas macht. Irgendwas Dummes. Aber was ist mit dem Pferd rechts? Ah, mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Ach, ich weiß, welches ich will. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Das linke. Ich nehme das linke. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Los. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Ich will die Ziege. Nein, nein, mir gefällt dieses Pferd. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen. Besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran. Triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Duris hast. Ah, Euterpe. Es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phöbe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Cassandra. Oh, ja. Ach so, hier. Oh, Entschuldigung. Erstmal alle umrennen. Ja, dann eben nicht. Hey, bleib da. Ich wollte eigentlich mit dir noch reden. Aber dann habe ich sie umgerannt. Jetzt hauen wir lieber schnell ab. Kannst du auch springen? Nein. Kannst du schleichen? Dann wollen wir mal. Nein. Na, komm, du bist doch schneller als eine Ziege. Oh ja, du bist schneller, weil sie stehen geblieben ist. Sami haben wir entdeckt. Los. Okay, wir können langsam. Los. Hoppla. Oh nein. Oh, das ist gar kein Weg. Da sind sie. Ich werde mich an den Malakas anschleichen. Na los, komm. Lass mich gehen! Sei still oder ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm.
leise, Phöbe. Entdeckung! Wenn Gegner dich in einem Sperrgebiet sehen, werden sie der Sache nachgehen. Drücke C, damit du schwerer zu sehen bist und dich in der Vegetation verstecken kannst. Im hohen Gras wird mich niemand sehen. Aber der hat dich schon gesehen. Attentat. Verübe ein Attentat auf arglose Gegner, indem du F drückst. Wenn dein Attentatsschaden nicht ausreicht, um ihn zu töten, führst du stattdessen nur einen Schleichangriff aus und beginnst einen Konflikt. Den Rest der Malakas nicht entkommen lassen. Ach, so geht das. Klang nicht wie ein Vogel. Oh. So was können wir? Da war doch noch einer vorhin. Ich weide dich aus! Wow. Jetzt hole ich Phöbe da raus. Moment, wir räumen hier noch auf. Das muss das Kind ja nicht sehen, oder? So. Na? Wie geht's? Geht es dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phöbe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass nicht nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit! Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Cassandra. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht.
Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos die Steinfaust will deinen Tod. Talos der Söldner? Uff. Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Du wirst gejagt. Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen. Solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Stifter eines Kopfgeldes so einfach ausbezahlen, aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Mit O öffnen wir also das Söldnermenü und da gucken wir einmal rein. Söldner im Söldnermenü kannst du deine Position, die Rangbelohnungen sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, um gegen ihn zu kämpfen. Ah, okay. Ja, ist ja kaum zu übersehen. Talos, die steinerne Faust. Aha, da müssen wir eben zusehen, dass wir sowas wie die Eisenfaust kriegen oder so. Ja, die anderen sehen aber nicht so bedrohlich aus. Oh, da sind wohl später dann noch mehr. Das sind nur die Anfangssöldner jetzt. Na schön, was sagt unser Inventar denn Schönes? Wir haben etwas Neues. Wir haben das Pferd im Inventar. Nicht nur ein schnelles Reittier, das über kurze Distanzen sprinten kann, sondern auch ein treuer Gefährte. Aha. Oh, wir können noch mehr Tiere bekommen. Scheinbar. Vielleicht mehr Pferde. Uns wurde gesagt, wir sollen mit Talos, sollen wir nicht kämpfen. Wurde uns gesagt. Okay, wir haben ein Schwert gefunden. Allerdings ist das Pferd wohl irgendwie... Ach, wir haben ein Schwert gefunden, meine ich. Also das Schwert ist irgendwie auf Stufe 2 und da sind wir noch gar nicht. Gehen wir erstmal ein paar Schlammkrabben töten, oder? Ach, wie schön. Ja, schön, liebe Welt da draußen. Mit diesem Anblick verlassen wir die Vorstellung hier in unserer Serie D-Net. Das ist nur ein Test. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch von mir. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.